Wieder eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder einen neuen Food Vlog. Ich glaube, seitdem ich nach Berlin gezogen bin, habe ich nicht richtig einen Food Vlog gemacht. Damals, als ich in NRW noch gewohnt habe, habe ich ja so oft Düsseldorf Vlogs gemacht, so Japan-Viertel und alles. Und ich habe mir so gesagt, okay, wenn ich nach Berlin ziehe, da gibt es ja so viel Essen, egal ob asiatisch, türkisch, indisch, was auch immer, werde ich viele Vlogs drehen. Aber irgendwie kam bis jetzt keiner. Aber auf TikTok habe ich sehr, sehr viele Vlogs hochgeladen. Also checkt unbedingt meinen TikTok aus. Aber heute gibt es mal einen ganzen YouTube-Vlog nur über Essen. Ja, ihr habt alle drauf gewartet. Und wir fahren jetzt gleich Korean Corn Dogs essen. Ich habe ja einmal in meinem Leben Korean Corn Dogs probiert und die waren mega lecker. Das war damals auch in Düsseldorf. In meinem Bezirk gibt es leider keine Korean Corn Dogs. Es gibt nur American Corn Dogs. Das ist auch mega lecker. Aber ich dachte mir so, boah, ich habe mal wieder Bock auf richtigen Korean Corn Dog. Eigentlich wollte ich zu diesem einen Korean Corn Dog, der irgendwie Ninjas und was heißt, das wird voll gehypt auf TikTok, aber der hat leider Donnerstag zu und ich verstehe nicht warum. Und im Anschluss werden wir danach zur Markthalle 9 gehen. Da war ich nämlich auch noch nie und Markthalle 9 hat halt auch nur donnerstags offen. Ich habe heute extra auch nur einen Toast gegessen, damit ich so einen leeren Magen habe und ich habe auch keinen Lippenstift aufgetragen, sondern nur so einen Lip Liner, weil ich weiß, alles verschmiert, wenn ich jetzt gleich richtig reinhaue. Vor allem bei Corn Dog mit der ganzen Soße und alles. Und ja, Leute, ich freue mich übelst krass, euch mitzunehmen und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Vlog. Okay, wir fahren jetzt doch zu Angry Chicken. Ich glaube, die Kette kennt der eine oder andere von euch. Das ist auch direkt einfach ein paar hundert Meter nur von Markthalle 9 entfernt. Also mega praktisch. Und da ist gutes Licht, weil, Leute, gutes Licht in Videos ist mir so wichtig, ne? Boah, Leute, Berliner Verkehr ist der schlimmste Verkehr überhaupt, ne? Jede Ampel ist rot und überall einfach Milliarden Autos. So, nach einer Million Jahre Parkplatz suchen, haben wir dann endlich einen Parkplatz gefunden und wir sind jetzt da. Corn Dogs und Hip-Hop-Musik, Leute. Oh, lecker. Da ist einfach so Pommes drum. Und die Soße mag. Ich wusste vorher nicht, dass es Pommes ist. Jetzt erst. Das ist mal so satt und ich bin erst bei der Hälfte. Kann nicht mehr. So, ich habe am Ende nur noch die Wurst gegessen, weil die Panade mir irgendwie doch ein bisschen zu fettig war wegen der Pommes. Ich wusste ja vorher nicht, dass es Pommes ist, aber ja, jetzt weiß ich es. Wir laufen jetzt zur Markthalle 9. Das ist so lustig, das einfach direkt hier nebenan. Also ich glaube, das sind vielleicht 5 Minuten oder so. Also als Korean Food Lover sollte man das schon mal probieren. Also probiert es unbedingt aus. Das ist hier direkt neben der Markthalle 9. Und wir laufen jetzt auch dahin. Ich muss was trinken, weil ich habe gerade vorhin extra nichts getrunken, weil ich nämlich Boba will. Mal gucken, ob die Boba haben. Und ich will unbedingt Chai und Bangmi, aber haben die safe nicht. Aber wir werden sehen. So, wir sind da. Wir sind jetzt noch mit dem E-Roller gefahren. Das ging schneller. Da ist die Halle und hier daneben ist direkt ein Vollladen. Schau mal, hier könnt ihr sogar normal einkaufen. Also Obst und Gemüse und alles. Voll cool. Keine Ahnung, was das ist. Das sieht illegal aus. So, ich habe mir jetzt gefüllte Weinblätter geholt. 3 Stück, weil ich will noch vieles probieren. Aber ich bin schon satt. Lecker. Aber sind ein bisschen größer. Ich kenne die nur so ein bisschen enger gerollt. Aber ist ganz lecker. Das sieht auch interessant aus. Ich hole mir eins mit Pistazie und eins mit Schoko. Okay, ich probiere zuerst die Pistazie. Ich bin mega Pistazien-Fan, also denke ich, das wird mir mehr gefallen. Voll hart, die Schale. Creme ist sehr cremig. Nicht zu süß. Interessant. Ist das andere. Das ist einmal Schoko und das sind so Mandelnstückchen. Mmh. Oh, voll lecker. Schmeckt so nach Nougat. Ich glaube, ich finde das sogar lecker. Ausnahmsweise mal gewinnt Schoko gegen
Pistazie. So, als Nachtisch gibt es Mochi-Eis. So, ich habe mir einmal Vanille, Salted Karamell und Pistazie mitgenommen. Probiere erstmal Vanille. Mochi-Eis liebe ich einfach. Hi. Lecker. Salted Karamell. Voll hart. Mein Zahn fällt aus. Am Anfang ist das immer voll geschmackslos, aber danach merkt man den Geschmack, weil vorher ist ja nur Teig sozusagen. Ist immer noch geschmackslos. Ja, schmeckt nach Haselnuss. Ist das der? Lecker. Das schmeckt. Das sind Bilder aus. So, wir sind jetzt wieder draußen. Ich muss sagen, die Auster am Ende, eigentlich habe ich mich voll gefreut, aber irgendwie war die ein bisschen zu fischig, meiner Meinung nach. Was mich halt aufgeregt hat, ich hatte keine Austerngabel, aber zum Glück hatten wir noch diese Gabel von vorhin, von diesen Röllchen, von diesen Weinblättern. Und ich hasse es, wenn die es nicht richtig abmachen, da bleibt noch die Hälfte hängen und keine Ahnung, das regt mich halt voll auf. Und da waren halt noch so Stückchen von der Auster drin. Ja, fand ich jetzt nicht so geil. Die aus Holland original schmecken besser. Die meinten zwar, die kommt aus Holland, aber ich weiß nicht, in Holland schmecken die besser. Ja, auf jeden Fall war das mein Street Vlog. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Ich fahre jetzt auch nach Hause und wenn ich noch einen Boba-Stop finde, dann gehe ich auch da mal vorbei. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und wie gesagt, Daumen hoch nicht vergessen. Und wenn ihr mehrere Vlogs wollt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und subscriben, um nichts zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, Minis.